Ja, hallo, mein Name ist Tove Aurelio Brinkmann. Ich bin seit dem 1. September hier als FSJler tätig. Meine Aufgaben sind ziemlich unterschiedlich. Ich bin größtenteils allerdings im Buchungsbüro tätig. Allerdings werde ich auch manchmal für Archivierungen oder für Abholungen gebraucht. Ich will jetzt hier allerdings auf die Kennzeichnungen für die Häftlinge in den KZ-Lagern eingehen. Denn das ist das, was von dieser Ausstellung mir wirklich in Erinnerung blieb. Allein einfach nur, weil ich es wirklich schrecklich fand und ich wirklich finde, dass es die Grausamkeit wirklich widerspiegelt, die das NS-Regime ja wirklich zuhaufen besaß. Hier kann man die mehreren Kennzeichnungen für die Häftlinge erkennen. Hoffentlich sieht man das im Video auch gut. Größtenteils waren das politische Gegner, aber auch Leute wurden gekennzeichnet, nur weil sie ein Immigrant waren oder weil sie zum Beispiel homosexuell waren. Dazu gab es auch ein sehr spezielles Zeichen, nämlich für Juden. Da spiegelte nämlich die Kennzeichnung die Form des Davidsterns wider.